da seid ihr ja schon. Wir müssen kurz auf die andere Seite gehen. Hier stinkt es mir zu arg. So. Also da hinten, ihr seht ja, der Raucher gibt mal wieder alles. Wir haben es jetzt, ich glaube, 21 Uhr rum. Ihr seht es im Hintergrund, das Wanderequipment ist mal wieder dabei. Und zwar geht es jetzt darum, die Bienen nochmal in den Wald zu fahren. Ne? Oh, wo seid ihr denn, diese Kamera? Da wirst du verrückt. Da will ich euch jetzt mal wieder mitnehmen. Dieses Jahr gab es ja, glaube ich, noch gar keine Bilder von der Bienenwanderung. Wir sind jetzt hier an dem Bienenstand, den ich eigentlich für die Vermehrung ja gedacht habe. Jetzt ist es ja so, die Abideas sind gefüllt, der Wald honigt. Und dann glauben wir hier noch die Bienenvölker zusammen, die stark genug sind, um Honig zu bringen. Sieht man hier, ne, 2, 4, 6, 8 Bienenvölker von dem Bienenstand. Und das ist halt ein bisschen, deshalb brennt auch der Raucher. Ne? Normal braucht man zum Wandern den Raucher nicht. Und das ist halt jetzt ein bisschen die undankbare Arbeit, die ich heute habe. Ich habe, glaube ich, 4 Bienenstände, wo ich einzelne Bienenvölker raushol, um die dann in den Wald zu fahren. Ne? Es ist ja bei mir gerade ein bisschen eine luxuriöse Angelegenheit. Ich fahre, sagen wir mal, so eine halbe Stunde. Ne? Dann werden die wieder abgeladen. Deshalb fahre ich auch in die Nacht rein. Normal fahre ich ja gerne raus. Und in die Nacht rein fahre ich jetzt vor allem, weil, ich zeige es euch mal, es natürlich jetzt so ist, bei den Bienenvölkern, die vor die Vermehrung gedacht ist, da hat man ein bisschen im Ausgleichen gespart. Im Frühjahr, das heißt, die sind relativ unterschiedlich. Und dann ist es einfach bei der Zweierpalette manchmal so, dass man Bienenvolk hat, das absolut da bleibt. Und daneben hat man eins, das tipptopp ist. Und dann gehe ich einfach abends her, setze die um, dass ich einfach immer eine Zweierpalette voll habe. Also, weil, ich meine, das ist der Nachteil der Zweierpalette. Ihr könnt halt nicht ein gutes Volk fahren und ein schlechtes. Dann wird die ganze Sache natürlich voll vom Gewicht ungleich. Bisschen schwierig, die Sache. Lohnt nicht. Und deshalb setze ich die um. Das geht eigentlich ganz gut abends, wenn die Bienen nicht mehr fliegen. Ne? Ja, jetzt mache ich im Wesentlichen noch die Fluglöcher mit dem Schaumstoff zu. Dann lade ich die hier auf, mache ein paar Gurte drüber, fahre dann wieder ein Stück weiter, lade die Wanderkarre wieder ab, lade wieder ein paar Bienenvölker auf, mache ein paar Gurte drüber und ja, Taxifahrer halt. Ne? Aber so ist es halt, so machen wir das, oder Busfahrer, so machen wir das. Wir sind ja ganz guter Hoffnung, dass wir da dann doch noch das ein oder andere Kilo an Honig dadurch optimieren. Und ja, jetzt mache ich mich mal an die Arbeit. Ihr seid ein bisschen dabei, soweit es geht. Irgendwann wird es halt zu dunkel zum Filmen. Ich nehme euch einfach mal nochmal mit. Wir reden nochmal über ein paar interessante Dinge vielleicht, die uns auffallen und einfallen. Und ja, wo seid ihr im Dunkeln wieder? Wer es noch nicht gemacht hat, lässt dem Video einen Daumen nach oben da. Ne? Natürlich nur, wenn es gefällt, das ist ja klar. Ne? Weil es für euch kostenloser Support und mich freut es. Und warum auch nicht? So, aber jetzt muss ich wirklich ran, weil irgendwann wird es dunkel. Und ja, ich habe nicht so Bock, Bienenvölker aufzumachen, wenn es dunkel ist. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Schön, oder? Vollmond. So, ich habe jetzt mal den größten Teil geladen. Ich bin etwas außer Atem, weil die Zeit doch drängt. Aber wenn man so in der Natur ist und so vor sich hin auflädt, Spanngurte festmacht, fällt mir auch das eine oder andere noch ein. Und zwar war in dem Kommentar zu dem Video, wo ich Schwarmkontrolle verglichen habe, ein paar Mal der Kommentar: Du kannst keine Schwarmkontrolle machen, ohne dass du die Waben abschüttelst. Doch. Also, ich meine, der Beweis ist ja da, dass es geht. Weil, wenn ich so viele Schwarmzellen übersehen würde, ihr wisst ja alle, wie das Lied weitergeht. Und ich weiß es nicht, aber ihr müsst mal ein Bienenvolk auf eine Waage stellen. Oder zwei, drei Bienenvölker auf eine Waage stellen. Und bei einem Bienenvolk macht die Schwarmkontrolle, schüttelt alle Bienen ab. Und beim anderen macht die Schwarmkontrolle ganz leger, lässt sie aufsitzen. Und dann schaut ihr euch mal die Tageszunahme an. Am besten macht ihr das morgens. Und dann schaut euch mal die Tageszunahme an. Und der Unterschied ist meiner Erfahrung nach so groß, dass ihr danach nie wieder nachdenkt, wenn es euch um den Honig geht. Ja, um den Honig geht, die Waben abzuschütteln. Natürlich, wenn du ein bisschen, wie soll ich das sagen, ohne dass man mir das böse auslegt, aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, vielleicht auch nicht so dieses geschulte Auge hast, weil du das nicht hunderte Mal im Jahr machst, ist es immer ratsam, die Waben abzuschütteln und so das zu kontrollieren. Ne? Wenn man sich da unsicher ist, überlegt mal, ich denke jetzt hier gerade hier, Stuttgart liegt um die Ecke an den Westen, total dicht besiedelt, da gehen Schwärme raus, die Nachbarn, auch wenn das nichts Schlimmes ist, ne? Aber die Nachbarn sind da wahrscheinlich in vielen Bereichen nicht so sensibilisiert, weil ihnen halt auch das Wissen fehlt, weil so ein Bienenschwarm halt schon auch ein Getöse mit sich bringt und so. Und klar, um des lieben Friedens willen willst du es natürlich vielleicht bei dem einen oder anderen Nachbarn, tut mir leid, muss nicht in der Stadt sein, der ein oder andere Nachbar, egal, gibt es auch auf dem Land, der da ein bisschen Sorge hat, willst du es verhindern, dann gehst du auf Nummer sicher. Ja. Also ich schüttel auch Waben ab, aber das mache ich eigentlich nur in der Königinzucht, nämlich wenn ich mir wirklich sicher sein will, dass jetzt, wenn ich einen Starter mache, um Königinzellen zu ziehen, dass da wirklich nichts drin ist, dann mache ich das auch. Ja, so im alltäglichen Bereich, zeitlich, und ihr müsst euch auch mal überlegen, von der Kraft her auch. Ne? Ich meine, 10 Waben abschütteln, kein Thema, aber jetzt machst du 70, 80 Bienenvölker am Tag, du schüttelst 800 Waben ab, da kriegst du schöne Unterarme. Ja? Also allein das ist schon wieder ein Punkt. Dann haben wir ja, damit will ich es eigentlich an dieser Stelle belassen. Also es soll jeder machen, wie er es für richtig hält. Aber ich war halt verwundert, ne? Weil bei uns auch hier so die Lehrmeinung schon auch in den Imkerkursen wüsste ich nicht, aber mir hat man es damals auch nicht anders beigebracht. Also von Abschütteln war bei mir eigentlich auch nie die Rede. Ich wüsste das jetzt auch nicht. Also es kann auch sein, dass ich da falsch liege. Ich habe mir da ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Weil für mich das ganz klar war, nimmst die Wabe raus, suchst die ab, hängst die wieder rein und in absoluten Ausnahmefällen schüttelst die ab. Aber wie gesagt, soll jeder machen, wie er sich da sicher fühlt. Das waren jetzt nur noch mal
meine Gedanken zu diesem Thema, weil es doch schon bei dem einen oder anderen ein bisschen ein Thema war. Ja, so, ich fahre jetzt, schulter die Schuhe, fahre, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, darüber in den Wald, lade ab, mach Feierabend. Ja, jetzt ist vollbracht. Wir sind fertig. Ich weiß gar nicht. Da oben ist immer noch der Vollmond. Was werden wir für eine Uhrzeit haben? Ich weiß nicht. 11, 12. Das ist ja auch Schnuppe. Also ihr habt es gesehen, es klappt beim Aufladen vorher bei der Videofrequenz. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon reingeschnitten habe oder ob ich es jetzt noch mache. Sieht man, es ist schon ein bisschen schwierig, Bienenvölker zu wandern mit meiner Wanderkarre, wenn wir da schon einiges an Honig drin haben. Also die sind halt nicht schwer. Der Nachteil an dieser Karre ist halt einfach, dass sie kein Differential hat. Ist gleichzeitig auch wieder der Vorteil, ne? Sie rutscht im Wesentlichen nicht. Ja, auf jeden Fall, kleine Wanderung, so um die 20 Bienenvölker jetzt gefahren. Und ja, ohne Stress, ohne Anstrengung, und lass die ein paar Kilo bringen. Wie gesagt, das ist ja nicht weit von mir, eine halbe Stunde Fahrt. Und dann bin ich hier, ich kann sogar hier Luftlinie, sehe ich sogar unseren Ort. Ja, hat natürlich jetzt ein bisschen länger gebraucht als, also sagen wir mal so, in der gleichen Zeit lade ich wahrscheinlich den Anhänger voll und trinke noch eine Apfelschorle oder so, weil diese vielen Ladestellen, dann auch diese halbvollen Völker, was ja natürlich auch das Lenken nicht einfach macht. Aber normal in der Regel, wie gesagt, in standardmäßig wandere ich keine vollen Völker oder halbvollen Völker, sondern in der Regel leere Völker. Und ja, da habe ich jetzt einfach die Chance genutzt, weil die Wagdaten einfach vielversprechend waren, ich diese Völker noch rumstehen hatte, ich mit dem Fahrrad auch gehört habe, wie es im Wald summt, wenn man sieht, die Ameisen laufen. Also es war einfach vielversprechend, da habe ich gedacht, gut, komm, heute Abend, bevor wir auf dem Sofa liegen, fahren wir noch die Völker, dann kommt noch ein bisschen Honig rein vielleicht. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, und dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich mach's Licht aus, steige ins Auto ein und er bringt mich gut nach Hause. Also, gute Nacht, macht's gut, bis zum nächsten Mal.